Von ursprünglich 9 Kandidaten bleiben zuletzt noch Carol Bierli und Pascal Inauen übrig beim Kochlehrlingswettbewerb Gusto 10. Aber gewinnen kann wie immer nur jemand. Und das ist beim Gusto 10. Sieger vom Gusto 10 und Platz 1. Pascal Inauen! Pascal Inauen kann seinen Erfolg noch gar nicht glauben. Ich denke nach dem Hauptgang, ja, es ist ein bisschen gelaufen, aber anscheinend habe ich es mit dem Dessert rausgelupft. Ja, aber gerechnet damit habe ich sicher nicht, nein. Der Bieler Stadtpräsident hingegen ist nicht überrascht vom Gewinner. Ich werde es jetzt nicht glauben, aber ich habe meiner Frau gesagt, das wird Inauen sein, der gewinnt. Also schon von Anfang an und ganz einfach deshalb, weil in der Präsentation von ihm man gemerkt hat, dass er mit seiner Arbeit lebt. Er ist in dieser Arbeit aufgegangen. Das Thema des Gusto 10 lautet Swissness. Die 9 Kandidaten kochen während 3 Stunden um die Wette. Gefordert ist Originalität, Schnelligkeit und Präzision. Im Bieler Kongresshaus versammeln sich am Abend 440 Gäste zur 6. Gusto-Preisverleihung. Sie genießen die Stimmung bei feinem Fingerfood. Mittendrin die stolzen Kandidaten. Die spätere Zweitplatzierte, Carol Bierli, fasst die Wettbewerbsaufgabe zusammen. Also die Aufgabe war Thema Swissness. Ist Lamm muss drin vorkommen und Küngel. Und im Dessert gewisse Angaben hat man gehabt. Und das Schwierigste an dem war sicher mal der Zeitdruck. Zu bewundern gibt es zahlreiche beeindruckende Kreationen der Finalisten. Veranstaltet wird der Gusto von der Firma Hovec. Ihr Kochwettbewerb ist ein Erfolg. In erster Linie ist es einfach schön, wenn man am Kochnachwuchs kann Unterstützung geben, eine Plattform bieten, wo sie kann unterstützen in der Berufsweiterbildung. Ich denke, das ist der wichtigste Punkt. Dann endlich sind die 5 Finalistinnen und 4 Finalisten des Gusto 10 an der Reihe. Kurz darauf gilt es zu fotografieren und applaudieren. Der Gewinner des Gusto 10 steht fest und genießt seinen Triumph. Pascal Inauen freut sich auf eine ruhigere Zeit. Mal entspannen, sicher. Mal wieder Zeit mit der Freundin verbringen. Ganz klarer Fall. Also wieder ein bisschen mehr Zeit für die Familie. Einfach so. Sagt's und lässt sich von seiner Freundin endlich feiern.